Die Schatten der Vergangenheit bringen Kanzler Scholz erneut vor den Hamburger Untersuchungsausschuss zum Cum-Ex-Skandal. Illegal erschlichene 47 Millionen Euro wollte die Hamburger Finanzbehörde nicht von der Warburg Bank zurückfordern. Zuvor trafen die Bankeigentümer den damaligen ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Nach 3,5 Stunden ist dessen Befragung auch schon vorbei. Ich gebe zu, ich hatte mich darauf eingerichtet, dass es viel länger dauert. Aber die Tatsache, dass es dann schnell und zügig war, spricht vielleicht auch für die Tatsache, dass alles nun mittlerweile auf dem Tisch liegt. Da war nichts. Es hat keine Einflussnahme gegeben. Fest steht, die Eigentümer der Warburg Bank haben Scholz damals ein Schreiben übergeben, in dem sie sich gegen die absehbare Millionenrückforderung wehren. Ein Telefonat dazu mit Scholz beschreibt Ex-Eigentümer Christian Olearius in seinem Tagebuch. Schicken Sie das Schreiben ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator. Ich frage nichts, danke, und lasse das Schreiben Herrn Tschentscher überbringen. Tschentscher, der heutige Bürgermeister von Hamburg, soll das Schreiben dann an seine Finanzbehörde gegeben haben, die später das Geld nicht mehr eingetrieben hat. Fragen dazu bügelt Scholz vor dem Ausschuss mit fehlender Erinnerung ab. Es ist erschreckend, wenn man sich an diese wichtigen Treffen, die es dort gegeben hat, nicht erinnern kann. Er hatte wieder Erinnerungslücke nach Erinnerungslücke nach Erinnerungslücke. Der Bundeskanzler hat sich heute im Grunde verweigert, an der Aufklärung mitzuwirken. Offene Fragen gibt es auch weiterhin zu Spenden der Warburg Bank an den SPD-Kreisverband von Scholz' Parteigenossen Johannes Kahrs. Der soll für die Bank den Kontakt zu Scholz hergestellt haben. Bei einer Durchsuchung wurden rund 200.000 Euro Bargeld in seinem Schließfach gefunden. Olaf Scholz sagt, er habe keinen Kontakt mehr zu Kahrs und wisse nicht, wo das Geld herkommt.